gut gemacht, Mädels. Ich werde morgen alleine in der Schule sein, oder? Mary, ich habe morgen einen Videodreh. Ich kann nicht in die Schule kommen. Wir werden auch nicht dort sein. Wir filmen. Ich danke dir, Diana. Du hättest mich mitnehmen können. Mary, eigentlich wollte ich dich in meinem Musikvideo haben. Ich habe dich darum gebeten. Aber du hast den Tanz nicht gelernt. Du hast dich für ein Date entschieden, anstatt zu proben. Das ist schon okay, Mary. Morgen werden wir einfach zusammen trainieren. Zusammen. Du und ich, okay? Du und ich. Komm schon, Mary. Mach dir keine Sorgen. Aber du wirst morgen den ganzen Tag mit deinem Freund zusammen sein. Ich danke dir, Diana. Ich werde morgen entscheiden, wie ich meinen Tag verbringe. Mary! Scheiße, Mädels. Mary scheint beleidigt zu sein. Nun, es ist nicht unsere Schuld, Diana. Mary, mach keinen Aufstand. Babe? Smile, ich bin kein Babe für dich. Smile, das reicht, okay? Sie heißt nicht Babe, sie heißt Diana. Maskottchen, halt dich da raus. Diana, kann ich dich kurz sprechen? Diana, lass uns gehen. Also gut, Mädels, geht schon mal vor. Ich höre dir zu, Smile. Du hast eine halbe Minute. Leute, verstanden. Maskottchen, los geht's. Diana, meine Mutter hat morgen Geburtstag und sie hat dich eingeladen, okay? Ernsthaft, Smile? Ich werde nicht mitkommen. Diana, bitte. Warte, Smile. Hast du deiner Mutter nicht erzählt, dass wir Schluss gemacht haben? Nein. Diana, komm schon, du weißt, wie sehr meine Mom dich liebt. Komm einfach und tu so, als ob wir zusammen wären, okay? Ich bitte dich. Und was soll ich Markus sagen? Er wird mir das nicht verzeihen. Hör zu, dein Markus ist, offen gesagt, deiner nicht würdig, okay? Ernsthaft, Smile? Bist du meiner würdig? Diana, kommst du jetzt also? Ich werde kommen, aber nur für deine Mutter, Smile. Ja, Smile, du bist der größte Mann. Wie gefällt euch meine neue Frisur? Wow! Blondie, warum bist du so gut drauf? Tja, weil heute ein Dieb in der Schule auftauchen wird. Haben wir Diebe in der Schule? Und wer ist der Dieb? Einer der Jungs? Mädchen, warum seid ihr so dumm? Hört euch doch einfach an, was Blondie sagt. Was hat das mit den Jungs zu tun? Der Dieb wird derjenige sein, der sich uns in den Weg stellt. Die Rebellen? Ja, sie. Nämlich Diana. Ja, Mädchen, ich werde nicht mehr schwach sein. Frösche sind dafür da, Ärger zu machen. Mädchen, es ist riskant. Warum Ärger machen? Schau mal, Sophie, ich verstehe das nicht. Hast du etwa Mitleid? Dann tröste sie doch und erzähle ihr von Blondies Plan. Also wenn einer von euch redet, verliert sie für immer ihren Platz im Team. Versteht ihr? Was für ein Parfum benutzt du, Frosch? Ist ja schlimm. Sie verwendet Parfüm nur für Frösche. Mach die Toilette frei, Mädchen. Sofort. Mädels, los geht's. Ratten, euch wird es erwischen. Ich werde euch auch kriegen. Wie? Was habt ihr gehört? Nein, was für eine Schönheit. Nein, Layla. Hast du gehört? Hast du gehört, was die Frösche gesagt haben? Sie zählen nicht auf uns. Jana, lass es gut sein. Ich werde ihnen bald zeigen, wo ihr Platz ist. Was? Und wann bitte? Wann werden sie alle mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, oh, ihr Trottel? Nun, Jana, du bist vielleicht ein Trottel. Aber ich bin eine Ratte. Eine Reporterin für diese Schule und Lehrer Mikes rechte Hand. Hör zu, Layla. Du sagtest, wir seien gleichberechtigt. Und was höre ich jetzt? Du. Bin ich nur dein Schatten oder was? Du bist nicht mein Schatten, Jana. Du bist mein Schwanz. Wie bitte? Beruhige dich. Ich bin eine Ratte und du bist eine Ratte. Also gut, lass mich auch vor den Spiegel treten. Mädels, hört mal. Diana hat Smile gesagt, er hätte eine halbe Minute. Und jetzt? Sie ist immer noch weg. Ja, 7 Minuten. Irgendetwas sagt mir, dass Diana zu Smile zurückkehren wird. Oder, Maskottchen? Mädels, ich will, dass ihr alle zu den Basketballern zurückgeht, denn ich mag eure neuen Freunde überhaupt nicht. Da bin ich wieder. Über welche Mädchen sprecht ihr? Über mich? Diana, warum hast du denn so gute Laune? Das sah aber vorhin ganz anders aus. Hat Smile dich aufgeheitert? Diana, wir haben eine Regel. Sprich nicht mit Basketballspielern. Und du hast sie gebrochen, Diana. Verdammt, Mädels. Ich rede nicht direkt mit Smile sozusagen. Wie auch immer. Ich werde seine Mutter an ihrem Geburtstag besuchen, aber nicht für Smile. Für seine Mutter. Wow, das ist cool. Seht ihr das, Mädchen? Nehmt euch mal ein Beispiel an, Diana. Diana, was soll das heißen? Du gehst zur Geburtstagsparty seiner Mutter? Bist du verrückt geworden? Oh, Diana, du spielst mit dem Feuer. Warum machst du das? Wenn du dich von Markus trennst, dann werden sich auch unsere Partner trennen. Denk bitte an uns. Denk dran. Mädels, habt ihr euren Verstand verloren? Ich gehe jetzt zur Geburtstagsparty von Smiles Mutter und nicht zu Smile. Ihr wisst sehr gut, dass sie mich sehr liebt. Aber ich kann nicht einfach nicht zu ihr gehen. Ich werde Markus nichts sagen. Hervorragend. Aber weißt du was, Diana? Das Geheimnis wird gelüftet. Diana, vielleicht magst du ja Smile noch. Mädels, ich glaube, eure Köpfe sind total durcheinander. Lass uns trainieren gehen. Oh, ich liebe das Mädchen. Training. Hör zu, Diana. Du hast selbst gesagt, dass du erst nachdenken musst, bevor du was tust. Mädchen, ich denke ja nach. Sie wird mit mir kommen, sie wird mit mir kommen, sie wird mit mir kommen.
Smile, du benimmst dich echt irgendwie komisch. Ja, du bist irgendwie anders drauf. Eva versteht das nicht. Diana wird kommen und Mama wird so aufgeregt sein. Und ich werde ein kleines Abendessen mit ihr haben. Sie wird kommen, sie wird kommen. Smile, können wir mitkommen? Vielleicht ist da auch Knopper da. Ja, oder Mary. Leute, tut mir leid, aber so wird das nicht ablaufen. Basketballspieler, was macht ihr hier? Euer Training sollte bereits abgeschlossen sein. Jetzt sollten die Rebellen kommen. Basketballspieler? Wir sind schon unterwegs. Mädchen, und was macht ihr hier? Und wir sind auf der Suche nach unserem Notizbuch. Notizbuch? Hier in der Turnhalle? Egal, gehen wir. Haltet die Tür auf. Blondie, schneller. Die Rebellen kommen. Schneller, schneller. Ich komme. Kurz gesagt, Mädchen, helft mir. Was schenke ich Smiles Mutter? Blumen. Blumen? Blumen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, sie fällt darauf rein. Mädchen, Blumen sind okay. Aber was kann man Smiles Mutter sonst noch schenken? Diana, schau mal. Jemand hat hier eine Tasche vergessen. Was? Haben sie die Tasche vergessen? Wow, das gefällt mir. Mädels, ich glaube nicht, dass die Tasche zurückgelassen wurde. Das ist ein Geschenk. Habt ihr den Zettel gesehen? Diana, welches Geschenk? Die Tasche ist doch ausgepackt. Das bedeutet für Diana, dass jemand diese Tasche bereits benutzt hat. Ich habe das Gefühl, dass es einen Haken gibt. Haken? Diana, es ist für dich. Ich weiß, wie sehr du rosa Handtaschen liebst. Ich denke, du wirst mein Geschenk zu schätzen wissen. Mädels, von Markus. Diana, wie kommst du auf die Idee, dass es von Markus ist? Das steht da gar nicht drin. Knopper, rosa Schokolade. Markus ist der Einzige, der sie mir schenkt. Ich danke ihm für dieses Baby. Ich wollte es so sehr. Mädels, es ist gar nicht leer. Da ist was drin. Okay, Mädels, lass uns trainieren, sonst bewundern wir nur die Tasche und trainieren einfach gar nicht. Alles klar, Diana. Also, wir trainieren. Mädels, da ist eine Menge Geld drin. Das ist es, was Markus tut. Diana, das ist uns egal. Eins, zwei, drei. Mädchen, anstatt euch für mich zu freuen, seid ihr nur eifersüchtig auf mich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Sieg, Sieg, Sieg. Bunnies sind die Besten. Mädchen, und jetzt etwas Neues. Sieg, Bunnies sind super die Besten. Der Erfolg wartet auf uns, die Bunnies. Yeah. Also drei Hamburger, drei Mojitos und zwei Tiramisu, richtig? Verdammt, Pizza, wie hübsch du heute bist. Smile, beruhige dich. Aber ich mein's ernst. Das wird Eishörn. Mann, Smile, beruhig dich. Sie hat einen Freund, okay? Er freut sich nur drauf, morgen den Abend mit Diana zu verbringen. Was ist mit euch? Ich tue wenigstens etwas, um die Beziehung wiederherzustellen. Und ihr, was macht ihr? Was mit uns ist, unsere Mutter hat morgen leider nicht Geburtstag. Leute, kommst du mir nur so vor, oder werde ich in der Schule hier nachgemacht? Warum starrst du mich so an? Warum ich dich anstarre? Rot? Rot. Schwarz? Schwarz. Grün? Grün. Ich verstehe das nicht. Warum machst du mir nach? Dima, beruhige dich. Egal, wie er dich kopiert. Du bist der Beste, den ich habe. Natürlich bin ich der Beste. Hör mal, zieh wenigstens einen anderen Pulli morgen an. Ich will doch lieber einen anderen nachmachen als so einen durchschnittlichen Footballer. Streitet ihr schon wieder? Hört auf zu streiten, okay? Bitte flucht nicht. Wer fluchen will, den werde ich nicht bedienen. Eis? Ich werde sie schnell beruhigen. Haltet alle die Klappe. Wir haben nicht auf die Pause gewartet, um euren Streit zu hören. Eis, Pizza, wo ist unser Tiramisu? Und ich habe einen Caesarsalat bestellt. Schau mal, was ist denn? Der Sieg. Mädchen, anstatt euch für mich zu freuen, seid ihr nur eifersüchtig auf mich. Das ist es, was Markus tut. Da ist eine Menge Geld drin. Ja, Diana, du veränderst dich schnell. Von Hass zu Liebe. Vielleicht solltest du ein solches Geschenk besser nicht annehmen. Mädels, seid nett. Da ist eine Menge Geld in der Tasche. Kommt, wir gehen in den Schönheitssalon. Ich zahle für alle. Ich auch, Diana, in den Schönheitssalon. Ich brauche einen Haarschnitt und du bezahlst. Ich bezahle für alle. Hallo Lehrer Mike. Okay, Laila, verteil mal die Hefte. Das Thema der Stunde ist... Das Tier, ich bin schockiert. Ich wollte diese Handtasche schon so lange haben. Diana, wir haben es verstanden. Weißt du, was seltsam ist? Dass Markus eine große Summe Geld in die Tasche steckt. Nastia, das ist nicht seltsam. Er weiß, wie gerne ich in Schönheitssalons und Cafés gehe und mir neue Kleider kaufe. Also, Leute, wo sind die Frösche? Weggeblasen. Lehrer Mike, die Frösche sind verrückt. Ich habe sie heute angeschrien.
Vielleicht sind sie deshalb nicht zum Unterricht. Okay, das kriegen wir schon hin. Also, das heutige Thema ist Eifersucht und Neid. Wer ist bereit? Lehrer Mike, ich war nicht einmal darauf vorbereitet. Die Eifersucht gehört nicht zu mir. Lehrer Mike, ich weiß absolut alles über Eifersucht. Selbst heute waren meine Freundinnen eifersüchtig. Wissen Sie warum? Weil mein Freund mir ein cooles Geschenk gemacht hat. Okay, Leute, Eifersucht und Neid sind wirklich schlecht. Patrick, was warst du über Eifersucht? Also, ich bin auf niemanden eifersüchtig. Ich war heute auf Smile eifersüchtig. Wie kannst du auf deinen Bruder eifersüchtig sein? Ich bin nicht eifersüchtig. Kostja lügt nicht. Als ich mir neue Footballschuhe gekauft habe, habe ich den Neid in deinen Augen gesehen. Und als ich mir einen neuen Ball gekauft habe, warst du auch neidisch. Lehrer Mike, darf ich? Ich bin eifersüchtig. Ich weiß, es ist sehr schlimm, aber ich möchte reden. Auf wen bist du eifersüchtig? Lass mich in Ruhe. Darf ich, Lehrer Mike? Ja, natürlich, Pizza. Komm an die Tafel. Wir werden dir zuhören und dich unterstützen. Ich sag's Ihnen, Lehrer Mike. Ich arbeite in einem Café. Mir geht's gut. Aber ich beneide die Schüler, denn sie haben Spaß. Und ich arbeite. Was? Du hast mir immer irgendwas anderes gesagt. Pizza, jeder macht sein eigenes Ding. Du arbeitest und andere sind Cheerleader. Jemand schreibt Artikel über Schüler und ist die rechte Hand von Lehrer Mike. Manche andere sind Basketballspieler und trainieren jeden Tag. Und manche sind eifersüchtig auf niemanden Footballer und tragen die gleichen Klamotten wie ich. Pizza, du arbeitest, das ist doch erstmal toll, du verdienst Geld. Ja, aber manchmal möchte ich, dass mich jemand bedient. Und ich gebe dann Trinkgeld. Okay, Pizza, alles klar. In der Pause werde ich weiter mit dir reden, okay? Also Leute, wer ist der Nächste an der Tafel? Ich. Lehrer Mike, Ihr Neffe ist neidisch auf mich. Sie müssen auf jeden Fall mit ihm darüber reden, okay? Wirklich, mein Neffe ist neidisch auf dich? Okay, erzähl mir mehr davon. Haben Sie nicht bemerkt, dass Ihr Neffe mein Spiegelbild ist? Haben Sie das nicht bemerkt? Also Mädels, könnt ihr euch erinnern? Ich habe meine Tasche verloren. Und in der Tasche war Geld von der Froschstiftung. Ich hab's. Wir machen uns also auf die Suche nach einer Tasche und dem Dieb. Los geht's. Hallo Lehrer Mike. Hose wie meine, Turnschuhe, auch alles. Okay, Dima, ich hab dich verstanden, setz dich. Frösche, warum seid ihr so spät? Die Hälfte der Stunde ist schon vorbei. Lehrer Mike, wir haben ein Problem. Ich vermisse meine Tasche. Mit Geld. Frösche, wir haben gerade einen tollen Kurs und ihr kommt mit euren Taschen her? Passt auf eure Sachen auf. Lehrer Mike, machen Sie weiter. Leider wird es keinen Unterricht geben. Lehrer Mike, wir wollen die Rucksäcke von allen durchsuchen und den Dieb finden. In der 11. Klasse waren wir bereits auf der Suche. Und da war die Tasche nicht. Okay, Leute, lasst sie eure Rucksäcke sehen, okay? Aber Mädchen, in meiner Klasse gibt es auf jeden Fall keinen Dieb, okay? Das werden wir überprüfen. Mädchen, lasst uns anfangen. Nastir, was ist das für ein Unsinn? Was haben diese Frösche getan? Sie sind irgendwie seltsam. Patrick? Frösche, glaubt ihr wirklich, ich habe die Tasche mitgenommen? Ja, ich bin auf der Suche. Kostja, mach deinen Rucksack auf. Hört mal, ich brauche eure Tasche nicht. Patrick hat sie nicht. Timo hat sie auch nicht. Leila? Nein, aber wenn eure Tasche kleiner ist als meine, sucht danach. Mädels, Eis hat die Tasche nicht. Seht ihr, in meiner Klasse gibt's keinen Dieb. Nastia? Ja, bitte, Kröten. Ich würde niemals eure Tasche stehlen. Niemals. Diana? Lehrer Mike, was ist das für ein Unsinn? Ich habe eure grüne Krötentasche nicht. Lehrer Mike, Diana will mir ihren Rucksack nicht geben. Diana, gib ihnen deinen Rucksack, damit sie nachsehen können und dann zufrieden sind. Bitte sehr, aber sei vorsichtig, okay? Ich werde sehr vorsichtig sein. Okay, Leute, es sind nur noch ein paar Minuten bis zum Ende der Stunde. Frösche, geht in der Pause zum Büro des Direktors und meldet die Tasche als vermisst. Nicht nötig. Ich habe sie gefunden. Wie? Diana, was zum Teufel? Das ist die gleiche Tasche, die Markus dir gegeben hat. Blondie, ich verstehe das nicht. Was zum Teufel soll das? Die Tasche hat mir mein Freund Markus geschenkt. Ja, wirklich? Markus hat dir die Tasche geschenkt? Schau, Blondie. Also, wenn du glaubst, dass das deine Tasche ist, dann sag mir doch bitte, was da drin ist. Blondie, du irrst dich. Diana kann die Tasche nicht gestohlen haben. Das ist ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Ich spreche im Namen der Klasse. 50.000 sind in der Tasche. Von unserem Fröschefonds. Was? Woher habt ihr erraten, dass Geld in der Tasche war? Wir haben es nicht erraten, wir haben es da reingetan. Das ist unsere Tasche. Nein, nein, nein. Was ist mit dem Zettel und der Schokolade? Hallo, Markus? Wartest du auf mich? Hör zu, komm bitte in die Schule. Lass deinen Markus kommen und vor der ganzen Schule bestätigen, dass er dir diese Tasche gegeben hat. Er wird kommen. Nun, Diana, wo ist dein Markus? Jetzt kommt mein Markus, Blondie. Jungs, wo ist Markus? Er ist gleich da. Er wird jetzt kommen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Aber Markus kommt doch. Wir kriegen das schon hin. Lehrer Mike, glauben Sie mir. Ich würde nie eine Tasche stehlen. Sie ist ein Geschenk. Ich kann nicht herausfinden, was hier los ist. Was hier los ist? Diana hat die Tasche gestohlen. Oh mein Gott. Diana, brauchst du Hilfe oder so? Ich bin schockiert, dass die Froschfresser sich das erlauben. Was ist denn passiert? Diana wird des Diebstahls beschuldigt. Jungs, kommt euch die Tasche bekannt vor? Nein. Es war doch Markus, der sie Diana gab. Wir wissen nicht, was er Diana gegeben hat. Lass mich durch. Diana, was ist hier los? Markus, sag allen, dass ich die Tasche von dir habe.
denn jemand beschuldigt mich des Diebstahls. Ja, Markus, beweise es. Komm schon, Markus. Ist sie überhaupt von dir, Markus? Woher hast du sie dann? Also, Markus, hast du Diana die Tasche gegeben? Markus? Diana, ich hab dir die Tasche nicht gegeben. Ich weiß nicht, woher du sie hast. Ich wusste es. Diana ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. Oh mein Gott, ich war einmal mit ihr befreundet. Sie hätte auch etwas von mir stehlen können. Oh mein Gott. Nein, das kann nicht sein. Das war dann wohl der Haken. Markus, warst du das nicht? Der rosa Schokoriegel und der Zettel? Diana, ich bin gerade erst hierher gekommen. Diana, gib Blondie die Tasche. Das hatte ich nicht von dir erwartet. Da habt ihr es. Jetzt weiß jeder, dass Diana eine Diebin ist. Ich schlage vor, ihr versteckt eure Wertsachen. Ich bin keine Diebin. Ich habe die Tasche nicht gestohlen. Ich habe sie in der Turnhalle gefunden und dachte, sie sei ein Geschenk von Markus. Markus, es tut mir leid. Ich dachte, es wäre ein Geschenk von dir. Ja, ja, ja. Eine tolle Ausrede. Diana, wir sind schockiert. Wie konnte sie nur? Oh Mann. Leute, ich bin sicher, dass das eine Falle war. Jemand hat mich wirklich reingelegt. Das würde ich im Leben niemals jemandem antun. Das ist schon in Ordnung. Wir werden es herausfinden. Also gut, like das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Bis zum nächsten Mal und allen anderen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mädels, seid ihr total verrückt? Ich werde seine Mutter an ihrem Geburtstag besuchen. Jetzt werde ich etwas sagen. Was war das nochmal? Was war das nochmal? Brillant! Leute, sie kommt einfach zum Geburtstag von meiner Mutter. Oh Mann, ich freue mich einfach so. Das wird so cool. Und verdammt, Mädels, macht es doch einfach. Okay? Der Sieg, wir sind die Besten. Ja, die Besten.